Hallöchen, 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 herzlich willkommen zurück zu Baphomets Fluch 4, der Engel des Todes. Und ich weiß nicht, warum wir diese Tür hier verriegelt haben. Es macht doch gar keinen Sinn. Es macht doch gar keinen Sinn. Zu und abgeschlossen. Absolut sicher. Aber warum? Was? Klar, da fährt direkt ein Mauerwerk mit raus, oder was? Okay, du kannst jetzt drüber. Wie doof. Danke. Das war eine gute Idee. Ja, die ich total spontan hatte. Achso, gehen wir jetzt? Achso, wir gehen. Aber warum muss ich denn da den Riegel... Achso, damit die Wand mit rauskommt, muss ich den Riegel noch vorschieben, oder was? So, und jetzt kann sie doch bestimmt hier den Knopf halten. Damit wir dann da irgendwie drüber kommen. So, kann ich jetzt Anna damit benutzen? Halt das mal. Drückst du mal für mich diesen Notschalter hier? Genau. Sofort. Sofort. Aber ich bitte drum, sofort. So, schön festhalten. Wir gehen nämlich jetzt mal hier rüber runter. Wir werden dann da mal die Kabel wahrscheinlich wegräumen oder so. Ich weiß es nicht. Oder einfach... Hallo? Boah, die Steuerung ist ja der Knaller. So, jetzt müsste ich ja hier langkommen. Kann ich die Kabel jetzt eigentlich wegräumen? Kabel wegräumen? Kabel. Die Kabel schlagen keine Funken mehr, aber anfassen sollte man sie noch nicht. Ach so, natürlich nicht. Dann mit dem Golfschläger. Trotz des strengen Entwicklungsprozesses meines Golfschlägers weiß ich einfach nicht, ob er Strom leitet oder nicht. Die Kabel, der Strom ist doch aus, du... Völlig verklemmt. Das Holz ist aufgequollen und rührt sich keinen Millimeter. Ach ja, genau. Hier war ja was die Tür versperrt. Haha, ich erinnere mich. Ich weiß nur nicht, wie Anna da jetzt... Achso, die Anna kann ja oben wieder zurück. Ach, da ist sie schon. Danke, George. Lass uns abhauen. Lass uns abhauen. Hier ist ein Rolltor. Lass uns mal genauer betrachten. Sicherheitsrollläden. Ziemlich verrostet. Aber da ist eine Kurve. Sie sehen selbst nach all den Jahren ziemlich stabil aus. Ja. Können wir die einfach so aufmachen? Wahrscheinlich nicht. Fast. Vielleicht mit Anna zusammen? Ich kann die Rollläden nicht anheben. Oder vielleicht mit der Kurbel da. Die Kurbel für eine Zugvorrichtung. Sie ist alt, könnte aber noch funktionieren. Ja, dann probieren wir das doch mal aus. Yay, sie funktioniert. Juhu. Ah, sie hält aber nicht, okay. Dann nochmal kurbeln. So, können wir jetzt irgendwie... Anna sagen, sie soll da durchgehen. Anna Maria, könntest du mir vielleicht die Rollläden anheben? Ich versuch's. Okay, los geht's. Tut mir leid. Sie sind zu schwer. Okay, dann kann sie vielleicht kurbeln. Hey, Anna Maria, kannst du mal die Kurbel drehen? Wir können die vielleicht aufhalten. Aber das bringt ja... Obwohl, dann kann man vielleicht den Golfschläger mal wieder drunter stellen. The Almighty Golfschläger. Warum macht das eigentlich nicht weiter? Können wir den da drunter stellen? Yes. Ich komme an den Hebel nicht ran. Was für ein Hebel? Komm schon, Anna Maria. Ich halte das nicht länger aus. Ich bin bei dir, George. Ah, okay. Wohin jetzt? Brooklyn. In mein Hotel. Das Manuskript liegt in meinem Zimmer-Safe. Aha, und wie sollen wir da hinkommen? Taxi! Mach schon. Erstaunlich, das ist das erste Taxi, das in dieser Gegend hält. Wie, mach schon? Scheiße! Aha. Schlecht, Tony! Du hast es fast vermasselt! Gar nichts habe ich vermasselt! Vielleicht hast du recht. Ich habe ihre Tasche. Jetzt wissen wir wenigstens, wo sie wohnt. Du Dumpfbacke, wo sie wohnt, wissen wir schon lange. Ach ja?
Oh, dann hast du es doch vermasselt. Das sind ja Helden, ey. George, da! Ich seh's. Diese Inneneinrichtung ist wirklich ein Hohn. Nein, der Typ an dem Tresen. Das ist einer von ihnen. Wir haben noch den Golfschläger. Okay, Nico, wir machen das so. Nico! Ich meine Anna-Maria. Wir machen das so. Ich gehe durch und suche dein Zimmer. Du schleichst hinten rum und ich lass dich rein. Bleibt ein Problem. Mein Schlüssel war in meiner Handtasche. Und? Die habe ich verloren. Okay. Keine Sorge, ich finde eine Lösung. Vertrau mir. Das tue ich. Mit meinem Leben. Wir haben hey, nicht gleich übertreiben. Ich wollte gerade sagen. Welche Zimmernummer? 23. Im ersten Stock. 23? Alles klar. Irgendwie komme ich rein und öffne dir ein Fenster. Ich warte in der Gasse. Viel Glück. Meine Handynummer hast du? Ja, sicher doch. Danke, dass ich das Telefon benutzen durfte, Kumpel. Okay, können wir einfach sagen, hallo, Zimmer 23, bitte? Das ist eine verschiebbare Glasscheibe mit einem schmierigen Telefon dahinter. Geil. Können wir da irgendwas tun? Hey, halten Sie sich da raus! Das ist nur für zahlende Gäste. Aber der andere Typ durfte doch. Ich mochte sein Gesicht. Ihres mag ich nicht. Bist du denn für einer? Hallo? Alfonso raucht, als würde es bald aus der Mode kommen. Mann, sieht der mürrisch aus. Wieso wissen wir denn schon, wie der heißt? Entschuldigen Sie, könnten Sie mir vielleicht helfen? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Sind Sie die neue Empfangsdame? Ich bin der Manager, Alfonso. Sie können mich Mr. Alfonso nennen. Wo ist die Empfangsdame? Sie fehlt unentschuldigt. Zu nichts nutze das faule Stück. Okay, Hotelzimmer buchen. Ich suche ein Zimmer für eine Nacht. Vielleicht mit besonderer Aussicht? Alle belegt. Hier ein Prospekt. Buchen Sie das nächste Mal im Voraus. Was für ein Hotel. So geschäftig und doch so wunderbar ruhig. Einfach genial. Sind Sie sicher, dass kein Zimmer für eine Nacht frei ist? Nennen Sie mich einen Lügner? Nein, vielleicht haben Sie ja nur die Termine durcheinander gebracht. Sie meinen, ich hätte Gedächtnisschwund? Wie hieß das nochmal? Als irgendwas? Hey, vergessen Sie's. Was? Okay. Also, führen Sie dieses Haus schon länger? Es gehört meiner Familie seit mehreren Generationen. Wow. Sie müssen sehr stolz sein. Sie sehen etwas gestresst aus. Wären Sie das nicht, wenn Ihre Empfangsdame einfach verschwindet? Ich habe keine Empfangsdame. Sehen Sie es mal positiv. Sie haben die Abkürzung zu einem ruhigen Leben in der Hand. Was? Ich dachte, Rauchen in New York wäre jetzt an öffentlichen Orten verboten. Wenn Sie damit ein Problem haben, können Sie gerne gehen. Richtig so. Gehen? Ich liebe diesen Ort. Das Zimmer. Was genau haben Sie an dem Wort Nein nicht verstanden? Das E und I. Das Zimmer. Was genau haben Sie an dem Wort Nein nicht verstanden? Ich dachte, verstanden? Die verschwinden, wenn man nichts mehr darüber reden kann. Merkwürdiger Mann am Telefon. Wer war der Typ, der gerade ging? Ein Gast? Nein, er wollte nur telefonieren. Normalerweise lasse ich keine Leute von der Straße rein, damit sie telefonieren. Aber er hatte ein nettes Gesicht. Total. Was für ein überraschend netter Mann Sie doch sind. Wie bitte? Was ist denn nun mit Ihrer Empfangsdame? Wahrscheinlich lässt sie sich die Haare tupieren. Ja. Sollte sich lieber mal die große Klappe verkleinern lassen. Sie sind ein echter Charmbolzen. Aber echt. Muss man in diesem Job, Kumpel. Hey, was halten Sie von meiner Erfindung? Nichts. Einstein kann froh sein, dass er nie hier verkehrt. Entschuldigung. Okay. Dann können wir da also nichts mehr tun. Was haben wir da? Geschmacklose Bilder von Orten hier, die ich niemals besuchen möchte. Okay. Wer bist du denn? Können wir dich erstmal angucken? Ein sehr nervöser Mann, der ein Buch liest. Wieso denn nervös? Der sitzt doch einfach ganz ruhig da und liest ein Entschuldigung. Buch. Entschuldigung. Schon gut, nehmen Sie mein Geld, aber tun Sie mir nichts. Okay. Ich wollte Ihnen eigentlich nur ein paar Fragen stellen. Oh, verstehe.
Ich dachte, Sie wären einer dieser entsetzlichen Gangster-Rapper. Was? Sehe ich so aus? Ganz genau. Die sind nie gut angezogen, oder? Gangster-Rapper. Warum sind Sie in New York? Zwerg-Kanada-Gänse, Wildgänse, Pinkfoots. Wie bitte? Bean, Brand und Barnacle? Ja. Gänse, Sir. Wildgänse. Alsa Albifrons, Branta Bernicla, die großen Meergänse. Ich bin hier, um einige seltene Aquarelle mit Wildgänsen zu erwerben. Gemälde von Gänsen? Das toppt wohl das Ausstopfen. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber Sie wirken ein wenig nervös. Im Internet stand, dies wäre ein Juwel von einem Boutique-Hotel, auf das selbst Philipp Stark stolz wäre. Nicht ganz Ihr Eindruck, was? Nein, Sir. Es ist ein rattenverseuchtes, urinbeflecktes Höllenloch. Ich erwarte, ausgeraubt oder gekidnappt zu werden. Oder sogar... Sogar was? Ich wage gar nicht daran zu denken. Okay. Warum gehen Sie dann nicht woanders hin? Würde ich ja. Leider ist der Verkäufer dieser Gemälde nicht zu erreichen. Und er hat nur die Nummer dieses Hotels, um mich zu kontaktieren. Ich kann schließlich nicht ohne meine Gänse gehen. Nee, auf gar keinen Fall. Na, das ist wohl der Preis, den Sie für Ihre Kunst zahlen. Was macht denn ein Mann mit so gutem Geschmack in einer Bruchbude wie der hier? Auf der Homepage wurde es als luxuriöses Fünf-Sterne-Hotel präsentiert. Es ist ohne Zweifel eine raffinierte Masche. Ein arglistiger Versuch, reiche Leute in diesen Stadtteil zu locken. Wo sie dann in einem Netz böser Fallen und Liederlichkeit gefangen werden. Von Gangster-Rappern. Der Hotelmanager scheint irgendwie schlecht drauf zu sein. Was ist denn mit ihm los? Der war schon bei meiner Ankunft übel gelaunt. Aber als die Empfangsdame verschwand, wurde er in der Tat richtig ungenießbar. Okay, und der seltsame Mann? Haben Sie den Mann gesehen, der vor einer Minute noch da war? Großer Kerl, kräftig, gut gebaut und angsteinflößend? Ja, das könnte er sein. Sie wissen nicht zufällig, was er wollte? Ich glaube, er suchte seine Frau. Geliebte wohl eher. Es war der hektischste Tag, seit ich hier bin. Eine wahrhaftige Parade der Unerfreulichen. Aha. Wo ist die Empfangsdame denn hin? Ich weiß es nicht. Zuerst hat sie noch einen zwielichtigen Gast bedient. Dann ist sie wohl hoch und hat ihm sein Zimmer gezeigt. Seitdem war sie nicht mehr unten. Ah, okay. Hier, guck mal, mein toller Golfschläger. Ist wie der Slip in einem der anderen Teile. Mögen Sie Golf? Nein, Sir, das tue ich nicht. Es ist ein verachtenswertes Spiel für Neureiche, die nur darauf aus sind, Höherstehende nachzuäffen und ihre wahre Herkunft aus der düsteren Masse der Proleten zu verbergen. Sehr gut. Wohl kein großer Fan, was? Na, lassen Sie mich das ändern. Jawohl, ja. Das ist der neue, ausziehbare Golfschläger von Stobart Industries. Keine schweren Golftaschen und Caddies mehr, einfach zusammenschieben und ab ins Grüne. Geradezu perfekt für einen zögernden Anfänger wie Sie. Guter Mann! Ich kann mir kaum Entsetzlicheres vorstellen. Bitte entfernen Sie den kleinen schrecklichen Golfschläger. Als ob ich mich herablassen würde, irgendetwas von einem Klinkenputzer wie Ihnen zu kaufen. Das ist dann wohl ein Nein, oder? Okay. Komischer Typ. Komischer Typ. Was haben wir da? Ein Getränkeautomat? Zigarettenautomat? Ein Zigarettenautomat? Alfonsos sprudelnder Nikotinquell. Wollen wir den benutzen? Oh, außer Betrieb. Oh, okay. Was haben wir da? Ein Getränkeautomat. Der ist aber in Betrieb, oder? Oh, außer Betrieb. Oh, okay. Was haben wir da? Toilette oder so? Sieht fast so aus, wie es gefliest ist. Ja, geil. Die Tür fällt wieder zu. Das Becken ist ekelhaft. Ekelhaftig. Wenn ich die Hähne hier anfasse, fange ich mir womöglich noch was ein. Okay, aber sonst gibt's hier nichts. Dann gehen wir wieder raus. Können wir vielleicht einfach so hochgehen? Das ist nichts. Der Fernseher interessiert uns auch nicht. Hier ist auch nichts. Können wir nicht einfach hochgehen und sagen, wir werden erwartet oder so? Da haben wir eine Uhr. Eine alte Standuhr. Sieht aus wie eine Antiquität. Wahrscheinlich das einzig Wertvolle hier. Einfach schön. Einfach schön. Hey Sie, lassen Sie die Uhr in Ruhe. Ich habe sie nur bewundert. Ah, dann haben Sie wohl diese neue Augen-OP machen lassen. Was? Hä?
Na, den Eingriff, wo einem die Augen an die Hände verpflanzt werden. Aber ich habe doch keine... Verstehe. Wirklich? Dann weg da. Okay. Okay, okay. Sehr gut. Ein Eisautomat. Ein Eisautomat? Oh, außer Betrieb. Ist ja alles außer Betrieb hier. So, kann man einfach da durchgehen vielleicht. Hey! Sie brauchen Ihre Zimmerkarte, um die zu öffnen. Nix Zimmerkarte. Nix da rein. Nix da rein. Haben wir neue Gesprächsoptionen mit Alfonso, weil wir jetzt mit dem Typen da hinten gesprochen haben? Entschuldigen Sie, Mr. Alfonso. Hätten Sie einen Moment Zeit? Was glauben Sie, was das hier ist? Ein Hotel? Ja. Oh nein, den Fehler würde ich nie machen. Ach so, nee. Das Zimmer. Was genau haben Sie an dem Wort Nein nicht verstanden? Die 2N. Also, was ist mit den Sicherheitstüren? Die Stadt ist rau und gnadenlos. Ein wenig wie Ihr Gesicht, Kumpel. War das mit der Uhr? Die Standuhr ist sehr schön. Ja, nicht? Ist ein Vermögen wert. Nächstes Jahr tausche ich sie gegen eine Eigentumswohnung in Florida. Okay. So, können wir uns das eigentlich angucken? Der Prospekt für das lausige Hotel in New York. Obendrauf steht die Telefonnummer des Hotels. Die könnte ganz nützlich sein. Können wir denn da jetzt eigentlich auch Anna... Können wir hier verbinden? Was auch immer das ist. Telefon. Aha, okay. Wir können Anna-Maria anrufen. Ich versuche immer noch an eine Schlüsselkarte zu kommen. Du solltest dich lieber beeilen, George. Diese Typen werden mich bestimmt bald entdecken. Ich mach ja schon. Bis gleich. Okay. Dann rufen wir mal im Hotel an, aber da stehen wir vielleicht nicht vor ihm. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Verstecken wir uns ein bisschen. Alfonsos Hotel. Sie wünschen bitte? Hallo, ich habe mich gefragt, ob Sie mir vielleicht helfen können. Hallo, ich würde gerne ein Zimmer für heute Abend buchen. Tut mir leid, Sir, wir sind völlig ausgebucht. Sind Sie sicher? Ich nehme auch gerne die Besenkammer. Tut mir leid, gerade vermietet an eine ganze Besenfamilie. Sind Sie sicher, dass nichts frei ist für eine Nacht? Nicht mal das kleine Jesuskind käme hier heute unter. Kein Platz in der Herberge. Um nochmal auf diese Sache mit dem freien Zimmer zurückzukommen. Vergessen Sie's. Um nochmal auf diese Sache mit dem freien Zimmer zurückzukommen. Vergessen Sie's. Okay. Das hilft uns auch nicht wirklich weiter. Leg's auch wieder auf, ja. Ohne was zu sagen, natürlich. Die Bilder sind auch alle nicht interessant. Können wir das Buch nehmen? Hören Sie, was soll das? Fassen Sie mich nicht an! Lassen Sie das! Entschuldigung, ich wollte mir nur das Buch ansehen. Dieses Buch ist nicht für Ihresgleichen! Was soll das denn heißen? Jetzt lassen Sie mich in Ruhe oder ich rufe die Gendarmerie! Die Gendarmerie? Wie soll die hierher kommen? Mit einer Zeitmaschine? Hallo noch... Herrgott nochmal, passen Sie doch auf! Ich habe ein schwaches Herz. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht erschrecken. Was wollen Sie? Was wollen Sie? Hotelschlüsselkarte will ich. Haben Sie eine Zimmerkarte für die Sicherheitstüren? Sicher? Sie ist ein ausgezeichnetes Lesezeichen. Es scheint, als hätte ich meine verlegt. Könnten Sie mir Ihre kurz leihen? Sir, ich kenne Sie nicht gerade seit dem Kindergarten. Aber seit der Grundschule. Wie ich das sehe, versuchen Sie unter einem Vorwand das Gebäude zu betreten. Nein. Ich möchte nur auf mein Zimmer. Dann sollten Sie das gemeine Subjekt hinter dem Tresen ansprechen. Ich möchte wegen Ihnen nicht ins Gefängnis kommen. Schon alleine, weil in diesen Etablissements ein Mangel an Seife zu herrschen scheint. Ein gutes Buch? Ein fantastisches Buch, voller Magie und Wunder. Und lassen Sie mich raten, Gänsen? Es ist ein Skandal, dass es immer noch nicht auf der Bestsellerliste der New York Times steht. Oh, wie kriminell! Ein Verbrechen an der Literatur. In der Tat.
Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Thelwell Minster. George Stobbart. Was für ein Vergnügen, einen weiteren Gänseliebhaber zu treffen. Ja. Man muss sie einfach lieben. Total. Darf ich mir jetzt das Buch ausleihen? Warte. Ich treffe den Pixel da. Er wird mir das Buch nicht einfach geben. Hallo, hätten Sie einen Augenblick Zeit für mich? Zeit für Sie? Die Augenblicke, mit denen uns der Schöpfer versah, sollte man nicht an Unwürdige verschleudern, guter Mann. Wie ist er denn drauf, ey? Ich wollte eigentlich nach da gehen, danke. Haben wir neue Gesprächsoptionen mit Alfonso Rivera hier? Mr. Alfonso, hätten Sie einen Moment Zeit? Wenn's schnell geht. Also, was ist mit dem nervösen Typ? Kommt aus Virginia. Hatte die Frechheit zu behaupten, unsere Webseite wäre voller Lügen. Wäre mir ja egal. Aber wir haben gar keine Webseite. Okay, da war der also auf einer gefälschten Website von diesem Hotel und da stand, dass das Hotel total super ist. Finde ich gut. Ich danke euch fürs Zusehen. Das Gespräch werden wir in der nächsten Folge weiterführen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Bachumils Ruf 4, der Engel des Todes. Macht's gut. Tschüsschen.